Aber da, zu dem muss ich auch. Ich habe gute Neuigkeiten, Herr. Die Ursache des Problems war das Kloster selbst. Es hatte nichts mit dem Steinbruch zu tun. Und was ist mit dem Bau? Wird fortgesetzt. Der Gehilfe des Baumeisters trug die Schuld an allem. Er ist aus dem Weg, also geht die Arbeit nun weiter. Sehr gut. Du hast die Aufgabe großartig gemeistert, Heinrich. Dafür verdienst du eine Belohnung. Hab Dank, Herr Devish. Alles Gute. Haben wir jetzt Schritt 2 vor Schritt 1 gemacht, dass wir vorher den Stein noch hätten zeigen müssen? Ja, sieht so aus. Okay, wir hätten hier einmal noch den Stein zeigen können und überprüfen lassen. Naja. Gut. Hier ist noch Bischof Matthäus und... Ja, das interessiert mich auch noch. Gut, gut. So, hier sind wir ja schon ein paar Mal lang gelaufen. Genau, hier sieht man schon, dass man da... dass wir da schon durchgelaufen sind. Srovnas Gallets. Gut, dann würde ich sagen, Schnellreise nach Ledetschko. Von hier aus kann ich nicht schnell reisen. Dann brauche ich diesen Schnellreisepunkt, der aber damals ja auch schon irgendwie... Da war ja nichts, oder? So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hier, ne? Ja. Gut. Upsi. Entschuldigung. Wer ist das denn? Dorfbewohnerin? Okay. So, ab aufs Pferd und weiter geht's. Ich gucke mal, ob ich die Schnellreise da vorne nutzen kann. Entschuldigung. Ja. Das Pferd. Es ist zu dick. So, hier irgendwo müsste eine Schnellreise sein. Ich habe nur immer noch keine Ahnung, wo das denn sein soll. Das hat man nämlich damals schon gesucht. Es müsste jetzt quasi genau da sein, wo ich stehe. Ne? So, kann ich denn von hier aus schnell reisen? Einfach, weil ich hier stehe. Da. Ja. So, dann können wir uns einen kleinen Weg sparen, weil da sind wir ja schon ein paar Mal lang gelaufen. Ich hoffe nur, auf dem Weg treffen wir jetzt nichts Böses. So, okay, das habe ich vielleicht noch nicht angeguckt gehabt. Doch, die Wolken gehen wieder zurück, okay. Und dann sind wir in Ledetschko. So schnell kann es gehen. Ja, normalerweise, wenn auf dem Weg jetzt was gewesen wäre, was ich wirklich mir hätte angucken sollen, ich will auch nicht jedes Mal schnell reisen. Aber da sind wir ja, glaube ich, schon mal lang gegangen. Also kann man das auch mal machen. Da fällt einem kein Zacken von der Krone. So. Jetzt heißt es wohl wieder umgucken, herumfragen. So, wir sind jetzt auch schon wirklich ein Stück in der Stadt drin. Vor mir sind rechts und links ein Fragezeichen. Ich wünschte, man würde die Fragezeichen auch hier sehen, also oben beim Kompass. Da müsste man nicht so oft auf der Karte gucken. Aber... So, hier ist der Fleischer. Gut. Natürlich, wenn ich mir das auch besser merken könnte, wäre das auch nicht so schlimm. Ich würde auch gerne noch einen Schneider, Schmied. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich... Ah, Schneider hinter mir. In dem Gebäude drinne. Also hier drinne. Gucken, ob ich die Brust reparieren lassen kann. Weil die ist schon ziemlich kaputt. Ja. So, ist er hier? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Der hat mich wohl gehört. Alles gut. Ich hoffe, ich kann das noch reparieren. Okay, für 88 Groschen. Das ist okay. Das ist doch das Einzige, was ich anhabe, was ich reparieren lassen muss. Sonstiges, okay. Auswählen,
Handel abschließen. Gut. Das war's, ne? Rüstung. Was ich anhabe. Sehr gut. Ist wieder komplett heile. Jagdstiefel, Jagdhandschuhe. Habe ich eigentlich noch so ein Reparaturkit? Nein. Gut. Ach so. Ich kann ja doch gleich nach Stinker fragen. Ich suche nach einem Kerl namens Stinker. Kennst du ihn? Stinker? Du meinst Hinek, den Sohn des Gerbers. Möglich. Weißt du, wo ich ihn finden könnte? Gewöhnlich hält er sich nicht hier auf. Versuch's bei ihm zu Hause. Doch sei gewarnt. Der alte Gerber ist keiner von der umgänglichen Sorte. Okay. Du kennst diesen Hinek also. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Ehrlich gesagt nicht viel. Die meisten aus dem Dorf meiden ihn wie die Pest. Wieso das? Niemand, der eine Nase hat, verbringt gern Zeit mit Gerbern. Außerdem umgibt sich Stinker mit allerlei Gewürm. Oh, da hat's was ausgelassen. Was kannst du mir über den alten Gerber sagen? Er ist so kratzbürstig wie eine tollwütige Katze. Redet mit niemandem. Okay. Warum wird Hinek eigentlich Stinker genannt? Nun, er ist ein Gerber. Wenn du je in seinem Windschatten stehst, wirst du's schon merken. Gerben ist nichts für schwache Mägen. Wahre Worte. Doch nicht jeder Gerber wird mit solch einem Spitznamen beehrt. Nun, Hineks Art ist nicht viel besser als sein Geruch. Weshalb ist er so in Verruf? Tja, wie sein alter Herr ist er nicht sonderlich redselig. Und dann treibt er sich auch noch dauernd irgendwo rum. Soll in Ratei wegen Diebstahls am Pranger gestanden haben. Und in Neuhof soll er sich mit seinen Kumpanen um den Verstand gesoffen und ein paar Händler verdroschen haben. Klingt nach mehr als bloßem Übermut. Ja, wir sind ehrliche Leute. Und einen wie den können wir hier nicht gebrauchen. Ja, ich hab mich ja so ein bisschen nach mir klang das auch, ne? Erzähl mir nicht, dass es keinen gibt, der mit ihm redet. Er wurde mit einem Frauenzimmer aus dem Badehaus gesehen. Ich glaub, sie heißt Adela. Adela also. Alles klar. Kann ich bei dem noch was verkaufen, ganz kurz? Sieht so aus. Oh, ich hab einiges. Nee, warte. Verkaufen. So. Davon ist nichts geklaut, das ist gut. So, das machen wir hier schnell. Falschen. Besprechen wir den Preis. Selbstverständlich. So, 65 würde ich kriegen. Was ist mit 70? Ist das genug? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Sehr gut. Dankeschön. So, gegessen, Sattheit 82, Energie 49, muss bald wieder schlafen. Was haben wir noch auf dem Stundenplan? Ah, okay, das ist jetzt markiert. Rechts von mir ist noch ein Ausrufezeichen. Und super, Dirne. Das können wir auch noch machen. Köter ist hier. Ich glaube aber, er ist nur gerade ein Stück weit weg. Hier ist schön im Gange. Hier müsste es sein, ne? Das ist sie. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Angeblich triffst du dich mit Hinek, dem Sohn des Gerbers. Und wenn schon? Bist hier, um mich zu bekehren, was? Weil ich ein loses Weib bin, das respektable Männer verführt? Himmel, nein. Du scheinst nur die Einzige im Dorf zu sein, die sich mit Hinek trifft. Deshalb habe ich mich an dich gewandt. Wohl wahr. Ich habe ihn schon oft gesehen. Aber ich wüsste nicht, was ich dir über ihn sagen könnte. Oder sagen willst. Wo kann ich Hinek finden?
Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Er muss sich wieder in den Wald davon gemacht haben. Kommt das öfter vor? Gelegentlich. Was zum Teufel führt er dort im Schilde? Ich weiß nicht. Entweder das oder unser Kumpel, der alles verschleiern will, hat ihn gefunden. Hör mal, Hinek ist mein Freund und ich muss wirklich wissen, wo er steckt und was er so treibt. Ich habe dir doch bereits gesagt, dass ich nicht weiß, wo er ist. Also dann geht er wohl bloß in den Wald, um Pilze zu suchen, was? Pilze? Nein. Eher Hasen und anderes Wild. Also ist Hinek ein Wilderer? Keine Überraschung. Nun, er war dem ehrlichen Handwerk nie sonderlich zugetan. Weißt du, wohin genau er geht? Womöglich hat er dir von einem seiner Lieblingsplätze erzählt. Er sagte, dass er ein Versteck im Wald habe. Wo es ist, hat er mir nicht gesagt. Ja, wir müssen nichts sagen, wir wildern ja auch, ne? Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Vor ein paar Tagen. Er kam spät am Abend zu mir. Besoffen. War das ungewöhnlich? Ich habe ihn nie viel trinken sehen. Er kam immer nüchtern zu mir. Also benahm er sich an diesem Abend eigenartig? Ja. Ich hatte das Gefühl, dass er sich vor etwas fürchtet. Er hörte nicht auf zu schwatzen und hatte keine Lust auf... Naja, du weißt schon. Also warf ich ihn raus. Seitdem habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Ja, ich glaube, er wird gejagt. Erinnerst du dich daran, was er an jenem Abend sagte? Oh, das weiß ich nicht. Er redete von einem Kerl namens Lubosch, der gestorben war. Und er bedauerte, dass er mitgemacht hat. Sagte aber nicht, worum es ging. Und dass es das Geld nicht wert gewesen ist. Ja. Genau. Und dann redete er von dem Geld. Das war sehr merkwürdig. Was hat er über das Geld gesagt? Nur, dass er einen Haufen hinterm Haus versteckt hat. Aha. Was hast du dazu gesagt? Was sollte ich sagen? Er war besoffen. Er faselte, dass ich eine feine Magd wäre und andere Dirnen nicht mal für Geld mit ihm gehen würden. Und wenn ich wollte, könnte ich sogar die Hälfte nehmen und gehen. Oder er würde mit mir kommen und wir könnten heiraten und so. Nichts als Unsinn. Hast du dort nachgesehen? Nein. Ich habe Besseres zu tun. Bestimmt hat er sich das nur ausgedacht. Wie würde ein Tagedieb wie er schon zu Geld kommen? Ja, ich verstehe. Hat er dir gesagt, wo genau er es versteckt hat? Er sagte, er habe es bei der westlichen Ecke der Häuslerei seines Vaters vergraben. Gut, hab Dank. Gut. Ist das wahr? Was? Dass andere Dirne nicht mal für Geld mit ihm gehen? Die anderen Zubermärkte sind bieder, also weiß ich es nicht. Ehrlich gesagt tat er mir leid. Die Leute mögen ihn nicht und das nur, weil sein alter Herr ein Griesgram und Gerber ist. Mir ist zu Ohren gekommen, sie mögen ihn nicht, weil er sich mit Schurken umgibt. Wohl wahr. Aber sie mochten ihn davor schon nicht. Oder mich. Diese engstirnigen Hornochsen. Wir sind beide sowas wie die schwarzen Schafe hier. Mehr ist da nicht zwischen euch? Nein, mehr nicht. Vielleicht denkt Hinek anders. Aber so ist es eben. Ja, okay. Auf Wiedersehen. Das war wohl alles, was wir erfahren konnten. Gut, das ist noch ein Sternchen neben der Taverne. Hier ist Stinke am Fluss. Stinkers Vater. Stinkers Vorrat. Und da ist noch ein Schmied. Was ist das hier? Ah, okay, das können wir danach machen. Oder irgendwann zwischendurch. Dann gehen wir mal nach da vorne, wo es markiert ist, und gucken, ob der Stinker da ist. Warte mal, jetzt laufe ich falsch, oder? Okay. Meine Mentalität, ja. So, hier müsste er doch sein, oder? Nee, hinter mir. Kann man nicht vorstellen, dass er hier ist. Hier irgendwo in einem
Büschen? Hm. Definitiv nicht. Warum habe ich denn da ein Symbol? Ich spüre Stinke auf. Komisch. Gut, dann muss ich über den Fluss rüber und gleich rechts. Deswegen ist Laufen ab und zu auch ganz gut, weil man dann auch eben Vitalität und sowas dazu bekommt. Hier hat man doch mal einen interessanten Ort gefunden, der aber irgendwie gar nicht wirklich interessant war, oder? Ich dachte, vielleicht versteckt er sich da. Naja. Und hier rechts. Also hier. Ich will jetzt auch noch gar nicht an seinen Vorrat ran, um ehrlich zu sein. Wenn er tot ist, dann kann man es sich ja nochmal überlegen. Aber erstmal will ich nur mit seinem Vater reden. Was war das? Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich suche deinen Sohn. Irgendeine Idee, wo er stecken könnte? Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Enik lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Okay. Beim Herz. Enik ist in Schwierigkeiten. Ich bin ein Gesandter von Herrn Ratzig. Treib mich nicht zur Weißglut. Dein Sohn ist dabei, seinen Karren tief in die Scheiße zu fahren. Ich möchte ihn warnen. Nichts Neues. Er steckt ständig bis zu den Ohren in der Scheiße. Dieses Mal wird er einen Kopf kürzer gemacht. Er hat sich mit gefährlichen Leuten eingelassen. Ich muss ihn finden. Also gut. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Enik verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Habe ich dann wenigstens in etwa so eine Markierung, welcher Wald? Wilderer Versteck. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist, mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Hm? Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut, ich frage beim Gasthaus nach. Also Gasthaus. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Enik hat mir nie was gesagt. Ich weiß, er hat mit dir nie darüber geredet. Aber dir muss doch etwas aufgefallen sein. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze, ja. Was weiß ich schon. Hey. Geh. Und wenn er wirklich tief in der Scheiße steckt, versuch bitte, ihn zu finden. Ich versuch's. So, jetzt ist die Frage. Was ist denn da noch markiert? Was ist das? Ich bin der Stinkers Vorrat. Gut, die Markierung ist aber immer noch hier. Das hilft uns halt nicht wirklich, weil ganz ehrlich, er hat zwar jetzt einen Wald erwähnt, aber es könnte hier sein, es könnte hier sein. Könnte hier sein. Aber Blätter? Hier hat es ja eher Tannenbäume, also Blätter könnten eher die anderen, aber es ist trotzdem noch zu viel.